Liebe Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan. Heute mache ich mir ein leichtes Sommergericht aus Wassermelone und Pinienkernen. Hier habe ich so eine wunderschöne Wassermelone. Die wartet schon seit einigen Tagen darauf, in meiner Küche von mir geschlachtet zu werden. Und hier habe ich diese wundervollen Pinienkerne. Die sind sehr preiswert. Die habe ich nämlich von einem iranischen Geschäft, afghanisch-iranisch, die halt nur für eigentlich extra für ihre Leute aus den Heimatländern Geschäfte aufmachen hier. Und dann sind die eben die Sachen, die die da immer jeden Tag essen unten, sind eben besonders preiswert. Wie auch die Pinienkerne, die bei uns ja bekanntermaßen fast unbezahlbar sind. Ja, es macht mir total Spaß, die zu benutzen, weil die eben so günstig sind. Und die Wassermelone schneide ich einfach durch mit einem großen Messer. Da steche ich eine rein. Oh, zack. Dann das Messer einfach runterziehen und schon bricht die dann Wassermelone auf. So. Ja, so kann sich sehen lassen, ne? Ist doch schön, oder? Guck mal, wie er aussieht. Ist das nicht köstlich? Die ist wahnsinnig gesund. Und also gehört zu meinen absoluten Lieblingspflanzen, Lieblingsgenüssen im Sommer natürlich, vor allen Dingen, wenn es schön warm draußen ist. Und da kann ich von leben. Mehr brauche ich natürlich nicht. Ich stelle die einfach hier in kleinere Spalten, ja, so eine Spalte. Und dann nehme ich das Messer und schneide einfach so mit der Spitze entlang der Schale, sodass die hier rauskommt. So, das schneide ich nochmal klein. Ja, ich kann nochmal vormachen, das ist ein bisschen besser sichtbar für euch. Hier nochmal einfach so der Spitze, der Schale entlang. Kann man ein kleineres Messer nehmen, aber sollte man jetzt mehrere Messer nehmen, noch zusätzliche Messer gebrauchen, wenn man das eigentlich mit dem gleichen Messer machen kann, weil die Spitze ist wirklich klein genug hier. Da hat man also ein großes und ein kleines Messer in einem eigentlich, bei dem großen Messer. Hier schneide ich nochmal kurz ab. Alles zusammen in eine Schüssel rein. Wie die meisten Leute könnt ihr euch selber vorstellen, ist ja klar. Kommt in die Schüssel rein. Und da kommen jetzt ein paar Pinienkerne drüber. Das ist mein Sommergericht. Na, wie wär's? Ich meine, Wassermelone, das möchte ich dazu sagen, ist eine Frucht, die man nicht so leicht kombinieren kann. Ich mag es gerne allein zu sein, allein genossen zu werden. Es gibt ein paar schicke Kombinationen, die sie sehr mag, zum Beispiel die Pinienkerne. Und ich habe überlegt, was kann ich noch dran machen? Und ich habe mir dann überlegt, ich will einfach nur mal probieren, wie die zusammen schmecken, die Pinienkerne und die Wassermelone. Und vielleicht fällt mir dann etwas noch ein dazu, vielleicht ein bisschen Zitrone, passt auch manchmal ganz gut, oder vielleicht Minze oder Basilikum. Mal schauen, abwarten. Das ist der erste Schritt, ja, ein Grundrezept. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Abonniert MD Vegan auf YouTube. Dann kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept und Inspiration. Und wir können auch zusammen weiter neue Rezepte kreieren.